Was geht ab und herzlich willkommen zu Prison Break. Letzte Folge war einfach nur Katastrophe. Warte, was muss ich denn hier machen? Der Junge, kann er sich hier nicht runterspringen oder was? Ey, du bist doch ein Bot, Alter. Geh doch runter. Was machst du da? Klugscheißer Bullen. Frage ist, muss ich mich unter das Auto? Anscheinend nicht. Ey, nee, ey, what the fuck? Das ist einfach krass, die Scheiße hier. Ich kann da einfach rüber gleich. Ich muss zum scheiß Gabelstapler. Und dann von da aus rüber jumpen halt. Ah ne, der hat mich gehört. Jetzt kommt dieser Faggot hier. Njau! Mann! Krasser Scheiß, mein Gott. Guck mal, die stehen da hinten und rufen dich. Ey, Gefangener, was machst du da? Alter. Was? Nee, Alter, ich raste gleich komplett aus. Man lass doch los, du Ma. Ich glaube, ich höre gleich auf zu spielen. Ohne Scheiß. Die zwei Faggots hier. Überall die gleichen Haus. Oh mein Gott, das ist nicht gleich. Jetzt. Ne? Ohne Scheiß jetzt. Der kommt, der da hinten sieht mich. Der Faggot hier hinten sieht mich. Krasser Scheiß, ey. Geh doch weiter. Da hinten. Geh ich um? Nice. Holy crap, ey. Die Telefonprotokolle? Gut. Ich melde mich in ein paar Stunden. Soweit, so gut. Schofield und Burroughs sind immer noch drin und bald weiß ich, wer Turk angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hätte es, glaube ich, immer so machen sollen, dieser ein Part wäre, wenn ich diese ganze Mission komplett habe. Aber es geht da halt 20, 25 Minuten oder so. Hofzeit, Häftlinge! Paxton, du kommst mit mir. Abruzzi will dich sehen. Abruzzi, immer hat er Probleme. Immer will er was haben von mir. Mein Gott, ey. Immer das, immer hier, pipapo. Oh, jetzt geht's wieder los. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. Bist du ein Bulle? Was? Überleg's dir gut. Sagst du ja, bringe ich dich um. Denn ich hasse Bullen. Sagst du aber nein, würdest du lügen. Und was ich noch mehr hasse als Bullen, sind lügende Bullen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe mal die Nummern überprüft, die du vom Telefon im Hof aus angerufen hast. Weißt du, wie ich so lange als Kopf der Familie überleben konnte? Weil ich niemandem vertraut habe. Doch einmal habe ich meine eigene Regel gebrochen und mit einem Bullen einen Deal gemacht, den ich seit Jahren kannte. Er stand auf meiner Lohnliste.
Wir haben an einem Tisch gesessen. Ich habe ihm vertraut. Und er hat mich verraten. Willst du vielleicht den Namen des Bullen erraten, du Stück Scheiße? Jack, ich bin ein verfickter Lügner Mannix. Na, klingelt's? John, ich schwöre. Du hast mich belogen, Paxton. Du bist Mannix' Komplize. Dein Stündchen hat geschlagen. Hey, 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 hey. Bobo, zerstückel ihn, wie du es damals im Schlachthof gemacht hast. Ich will nur noch kleine Stückchen sehen. Bam! Woohoo! Meine PI-Card ist durch den Rost gefallen. Ich muss sie rausholen, wenn die Hitze nachgelassen hat. Verdammt. Wow, kommst du denn her? Bam! 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 Jetzt gibt's ein... Ah, scheiße, das war dieser harte Schlag. Jetzt gibt's einen noch von mir. What? Er gibt einfach mir eine Richtung und ich liege am Boden. Du bist am Boden heute Nacht. Klatsch. Da gibt's ihn einfach. Und er ist down. Guck mal hier. Ich muss das langsam halt machen. Hier kommt jetzt der nächste. Zwei sogar. Keine Schlägerei hier. Alter, ich lieg am Boden. Mein Gott. Sag weg mit dir. Bam. Das tankt man. Bleib am Boden einfach. Putz. Komm doch nach, Mann! Verdammte Scheiße! Das hat weh getan. SUV? Kellerman! Oder? Captain Bellick? Wer will das wissen? Ich bin Agent Richardson und das hier ist Agent Bates. Nee. Gefängnisbehörde. Und was kann ich für euch tun? Wir hatten mehrere Schadensmeldungen von Fox River. Probleme mit der Elektrik, undichte Wasserleitung und so weiter. Wir sind hier, um die Anlage zu überprüfen und herauszufinden, ob die Infrastruktur sabotiert wurde. Wir brauchen uneingeschränkten Zugang. Und zwar sofort. Das ist absolut unnötig. Ich habe den Laden hier fest im Griff. Dann müssen Sie sich ja keine Sorgen machen, oder, Captain? Vom Secret Service. Ach nee, ist Company, man. What the fuck? Genau, ich komme genau hier rein, wo ich bin. Vom ganzen Kackgefängnis kommen sie genau hier rein. Agent Paxton, ich komme von der Company. Agent Richardson. Unsere Vorgesetzten werden immer ungeduldiger. Sie waren jetzt lange genug in Fox River, um Lincoln Burroughs zu töten. Doch er ist immer noch am Leben. Wo liegt das Problem? Burroughs zu töten? Das ist nicht mein Auftrag. Haben Sie gedacht, wir schicken Sie herein, um neue Freunde zu finden?
Turk sollte ihnen helfen, doch er hat's total vermasselt und musste dran glauben. Erledigen Sie Ihren Job, Paxton. Töten Sie Lincoln Burrows und Sie können hier verschwinden. Andernfalls verlassen Sie das Gebäude in einer hübschen Kiste. Jetzt müsste ich ihn doch killen. Heilige Scheiße, das ist der Brutzi. Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Bleiben Sie bei mir, John. Ich will, dass Sie bei mir bleiben. Es wird alles gut. Sie müssen nur schön weiteratmen. Sarah, atmen Sie. Für mich, ja? Bleiben Sie bei mir. Langsam, um weniger Krach zu machen. Jawohl! Alles hat sich geändert. Die Company will Burrows tot sehen, doch Mannix hat mir gesagt, ich soll ihn am Leben lassen. Es war von Anfang an eine Falle. Dann hat der Turk reingeschickt, um mich umzubringen. Aber warum? Ich weiß, dass er Dreck am Stecken hat, doch in diesem Geschäft hat jeder Dreck am Stecken. Vermutlich kann ich das nur aufklären, wenn ich den Auftrag ausführe und hier rauskomme. Dann stelle ich Mannix zur Rede. Raus aus den Federn, Drecksack. Du hast Besuch vom FBI. Was? FBI. Ach, der denn da? Das ist C-Note. Spielst du Spielchen, Paxton? Ich doch nicht, Boss. LOL! Und jetzt verzieh dich. Er hat einfach das Geld abgezogen! Ich warte draußen, Agent. Hallo, Tom. Burrows? Aldo? Was zum Teufel machst du hier? Es sind meine Jungs, Michael und Link. Die Company ist hinter ihnen her, um mich aus meinem Versteck zu jagen. Du wusstest, was du riskierst, wenn du die Company verlässt. Ich dachte, ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, nicht ihres. Du bist der Einzige, der sie retten kann, Tom. Ich soll Link umbringen und nicht sein Leben retten. Tue ich das nicht, unterschreibe ich mein Todesurteil. Das ist bereits unterschrieben. Was? Du kommst hier nicht lebend raus. Die Company schickt Mannix, um Lincoln zu töten. Danach bist du überflüssig und du weißt, was das heißt. Deshalb bitte ich dich um Hilfe. Michael und Link wollen ausbrechen. Du hilfst ihnen und sie helfen dir. Und dann was? Wenn die Company meinen Kopf will, bin ich außerhalb der Mauern auch nicht sicherer. Da draußen, das wirst nicht mehr du sein. Ich lösche alle deine Company-Akten. Es wird sein, als hättest du nie existiert. Du wärst ein freier Mann. Okay, ich mach's. Ich brauche die Gefängnisbaupläne und jetzt ist die beste Chance dazu. Hilf mir, durch die Decke zu klettern und deck mich, solange ich weg bin. Nice, nice. Finde die Gefängnisbaupläne. Jo, auf einmal ist das offen so, ne? Ich nicht rennen oder so? Muss eh bestimmt jumpen. Gleich krr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